herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute mal wieder über Isana und über eins der neuen Produkte von Isana, und zwar das Niacinamid-Serum. Und einige von euch werden jetzt so ein bisschen, das kommt mir bekannt vor. Balea hat ja sowas auch mit AHA zusammen, also die haben es mit AHA zusammen gemischt. Und ich hatte dieses Produkt ja auch, und ich habe die ganze Zeit einfach gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich hatte mir damals das AHA gekauft, weil das Waschgel nicht da war. Und ich hatte mir gedacht, brauchst du das, kannst du es irgendwie integrieren, aber es hat nie so richtig funktioniert. Ich finde, bei so einem Serum mit so einer hohen Prozentzahl, hier haben wir 10% Niacinamid drin, finde ich schwierig, gerade für Anfänger, weil am Anfang kann Niacinamid, wenn du eine empfindliche Haut hast, negativ auf der Haut reagieren. Ich habe das bei einer Bekannten erlebt, der habe ich gesagt, probier mal Niacinamid, das ist aber auch schon ein bisschen her, da hat die Kosmetikindustrie noch nicht überall Niacinamid drin gehabt. Und dann hat die sich gleich ein starkes gekauft. Ich weiß die Marke bloß nicht mehr. Es war relativ stark. Und ich habe zu ihr im Nachhinein gesagt, nee, hättest du lieber etwas Softeres geholt. Denn die hat sofort gemerkt, dass dieses Active bei ihr auf der Haut negativ reagiert hat. Also die hat wie so ein Pulsieren auf der Haut gehabt. Und habe ich zu ihr auch gesagt, du musst das langsam angehen. Das geht gar nicht anders. Denn gerade bei solchen Inhaltsstoffen darf man am Anfang halt nicht übertreiben. Und jetzt habe ich schon ein Problem genannt. Die Kosmetikindustrie packt Niacinamid gerne in andere Produkte mit rein, weil es sich gut verträgt mit anderen Produkten. Und wenn du mal in deine Kosmetiksammlung mal guckst, fast jedes Produkt hat jetzt Niacinamid drin, fast jedes. Ne? Also ich habe gerade schon locker 20 Produkte auf und davon sind 15 sicher mit Niacinamid. Deswegen würde ich speziell nicht mehr nach Niacinamid-Serien gucken, denn das braucht man nicht mehr notgedrungen. Du hast es immer irgendwo anders mit dran. Und du brauchst auch keine 10%. Ne? Also auch hier ist es, viel hilft nicht viel. Es reicht ein bisschen was. Und die 10% sind eher kontraproduktiv, wenn du eine empfindliche Haut hast, kannst du darauf reagieren. Und auch hier zählt wieder, verwende nicht mehrere Actives auf einmal, sondern probier dich erstmal mit dem einen aus. Wenn du schon andere Actives in deiner Routine drin hast, dann pack die mal raus, wenn du irgendwie gemerkt hast, dass du auf Niacinamid reagierst. Und verwende mal nur das Niacinamid und schleichst dir auf jeden Fall auch in die Pflege rein. Ne? Wenn du trotzdem reagierst, war das Produkt einfach viel zu harsch. Dann muss man es sein lassen. Und ich finde, 10% ist halt schon, das ist eine Hausnummer, und das Problem ist halt, 10% verträgt halt nicht in jeder. Wesentlich geringere Prozentzahlen sind halt für jeden Hauttyp wirklich etwas. Niacinamid ist mein Inhaltsstoff. Ich habe ja bei der Azelensäure schon gesagt, da erreicht mir bei mir nicht so viel. Bei Niacinamid erreicht er umso mehr, weil meine Haut feuchtigkeitsarm ist. Meine Haut liebt Ceramide. Und Niacinamid hilft bei der Bildung von Ceramiden auf der Haut. Das ist richtig toll. Dann habe ich gleichzeitig auch noch große Poren. Und ich merke eben, wenn ich solche Produkte verwende, dass ich weniger verstopfte Poren besonders auf der Nase habe. Und die Poren selbstverständlich auch weniger dunkel sind. Also das Hautfett oxidiert dann auch weniger in den Poren selber. Was eben auch eine tolle Sache ist. Ich wusste von Anfang an, Niacinamid ist mein Inhaltsstoff. Mit dem erreiche ich wirklich sehr viel, nebst halt den Säuren, die ich auch regelmäßig verwende. Und eben auch Retinol beispielsweise. Ich würde aber trotzdem nicht mehr hergehen und mir ein Serum alleine kaufen. Und geh du auch nicht so hin, frei nach dem Motto, viel hilft viel. Ich kaufe gleich ein Serum, was ein bisschen mehr hat. Wenn du ein Hauttyp bist, wie ich jetzt, große Poren, fettige Haut, Mischhaut, absolut nicht empfindlich, dann kannst du es definitiv ausprobieren. Ist es aber so, dass du eher eine empfindliche Haut hast, musst du vorsichtig sein. Dann musst du wirklich so vorgehen, wie ich dir gesagt habe, einfach ein bisschen einschleichen, alle anderen Actives, alle anderen Serien erstmal rauslassen, eine sanfte Reinigung
verwenden, also mit Öl beispielsweise und dann mal so ein Serum anwenden. Denn ja, auch diese Serien hier kosten 6 Euro und wenn du sowas nicht verträgst, mir tut das schon auch weh, muss ich sagen, wenn ich solche Sachen dann einfach wegtun muss und sie eigentlich im Endeffekt dann umsonst gekauft habe. Und wenn man zu anderen Marken guckt, die haben dann halt auch wesentlich teurere Produkte. Ich merke halt besonders auch bei mir auf dem Discord, da findet man Niacinamid nicht mehr wirklich spannend als Inhaltsstoff. Und ich habe auch schon verschiedene Stimmen gehört, wo es halt geheißen hat, ich würde mir jetzt kein Serum alleine mit Niacinamid mehr kaufen, weil es halt einfach auch in anderen Produkten mit drin ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht die Kosmetikindustrie so richtig ab, ne? Also da findet man jetzt auch bei den gängigen Marken wie L'Oréal und Garnier und was weiß ich, selbst die haben Niacinamid entdeckt und haben fast alle in ihren Produkten halt eben jetzt das enthalten. Man braucht es wirklich nicht mehr speziell einzeln als Serum, außer man hat so eine Standardmarke, die man sich immer gekauft hat und ich verstehe das so Routinen, dass man sich als einzelnes Serum gerne aufträgt, dann kann ich das schon auf jeden Fall verstehen. Aber durch das, dass es einem die Kosmetikindustrie jetzt einfach ein bisschen schwieriger macht, weil es einfach überall drin ist, braucht man nicht noch extra Niacinamid. Und Fakt ist halt auch, man reagiert mit empfindlicher Haut auf 10% Niacinamid. Das macht es halt wirklich nicht für jeden verträglich. Kommst du mit dem Produkt zurecht? Wie findest du auch so, wie sich es auf der Haut anfühlt? Bei mir, es klebt nicht, es zieht wunderbar ein. Und das sind eh die Serien, mit denen ich am besten klarkomme, wenn es um Feuchtigkeit geht, ne? Also ich mag Serien, die so ein bisschen in Richtung fettig gehen. Nicht so, dieses funktioniert bei mir wunderbar. Ich verwende es echt gerne und es ist auch schon halb leer. Also das bedeutet schon echt viel, wenn ich besonders in der Skincare etwas schon halb leer gemacht habe. Denn ich verwende halt schon so ein paar Produkte, besonders weil ich die ja auch vorstelle. Habe ich schon einiges immer in Verwendung und wie gesagt, das ist schon halb leer. Würde ich es mir nochmal kaufen? Nein, denn ich sehe das halt irgendwo auch so. Ich brauche kein extra Produkt mehr mit Niacinamid, denn es ist einfach bei mir in anderen Produkten mit drin und nö. Und ich finde es halt auch, für 6 Euro würde ich es mir jetzt auch nicht einzeln irgendwie kaufen. Wie sieht das bei dir aus? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.